Mehmet, dreh dich mal um, gibt's Kamera. Was dreh ich? Bin ich eine Stripperin oder was? Bin ich eine Stripperin? Denkst du, ich mach jetzt so oder was? Leute, bevor ich mit dem Video anfange, checkt auf jeden Fall den ersten Link in der Videobeschreibung ab und das zweite Kanal Memo Game und abonniert diesen Kanal. Auf jeden Fall soll ich euch sagen, wir beginnen jetzt mit dem Video. Yo, meine Freunde, was geht ab? Willkommen auf Bora TV. Mein Name ist Bayram. Leute, wie lange habt ihr mich nicht hier vor der Kamera gesehen? Ihr habt mich vermisst, ich weiß, ich habe viele Nachrichten bekommen. Ihr habt viele in den Kommentaren geschrieben. Heute werde ich Mehmet pranken, aber nicht ich alleine, sondern mit dem Herrn da hinten. Dennis, unser Manager, was geht ab? Was wir heute hier vorhaben, werden wir euch gleich erklären, beziehungsweise schaut euch einfach dieses Video an, ich will nicht so lange labern. Sonst würde ich sagen, abonniert jetzt diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Denn wenn ihr die Glocke aktiviert, dann macht es Ming. Und sonst würde ich sagen, folgt uns jetzt auf Instagram. Und Freunde, heute machen wir einen Überfall-Prank an Mehmet. Schaut euch einfach an, ihr werdet schon verstehen. Wir sagen, wir haben Tankstelle überfallen und unser Ziel ist jetzt eine Bank zu überfallen. Junge, hast du denn, wo ist diese Fernbedienung? Dennis, bist du da? Nein. Guck mal, hier bin ich mal. Kannst du mir helfen? Jetzt geht nicht, Bruder. Warum? Ich muss gerade mit netten Damen auf Instagram schreiben. Oh, Bro, Alter. Du musst mir helfen, komm mal jetzt. Du setzt dich hin, Bruder. Wir trinken einen Schein. Hey, komm, du musst mir helfen. Komm vorbei, vorbei. Der muss kurz mal schnell. Ja, chill doch. Setz dich mal hin, ich war gerade am Handy. Setz dich mal hin. Komm, trinken einen Schein. Warum tut dein Arm? Kein Bock, Digga. Ey, komm mal, du musst mir kurz helfen, Bro. Komm mal, ey. Was ist jetzt, Mann? Wer setzt Schwein jetzt? Soll mir so kurz helfen, Bruder? Ja, ich weiß. Bruder, was machst du dann? Wir machen jetzt weiter. Wir haben das eine fertig gemacht. Meinst du noch einen? Mehmet, du bist wie eine, keine Ahnung was, Alter. Warum? Was so. Mach das mal runter, Junge, Mann. Wie ein Mädchen. Guck mal, hat der nicht mal einen Hosenstand so. Was labert der denn, Digga? Das ist das Geilste, Digga. Wir haben das eine jetzt durch. Stimmt, wir haben es geschafft, Bruder. Und selbst wenn was passiert, unsere Anwälte sprechen uns eh frei. Ja, das sowieso. Aber wie machen wir jetzt weiter? Weil ich hab jetzt hier ein bisschen. Was eigentlich mit meinem Anteil, Bro? Was für Anteil, Digga? Du hast ja eh nur gegessen. Ich hab nur zwei Digga, Donuts gegessen, aber ich hab Waffe auch auf den gehalten. Digga, ich rede mit dem Typen, ich gucke, du holst dir einen Donut, was ist das? Ey, ich hab Donut gegessen. Was doch für? Meinst du bei GTA San Andreas oder was? Nee, wir haben zusammen. Also GTA San Andreas oder GTA 5? GTA 5 heißt das. Habt ihr da welche abgezogen? Nein, wir haben in echt. Guck, Bruder, die Batzen sind wieder da. Dauert das, Digga. Hier, 5 Pieces. Das ist kein YouTube-Money, ich schwör, Bruder. Was heißt alle hier? Videos sind sowieso wert. Was ist jetzt für mich? Ja, das sind 1000 Euro. Damit gehe ich ein Eis jetzt. Sind das 1000 Euro? Ey, warte, gib das mal her. Ey, ey. Der hat meinen Vater geklaut, Bro. Das. 2, 3, 4. Warum 500 Euro? Für 500 was? Euro. Ja, wir haben zusammen Tankstelle überfallen, Bro. Da warst du, der labert jetzt keine Scheiße. Junge, wir haben 1500 Euro gemacht. Bruder, ich bin ein Manager. Bruder, was klatschst du denn? Mir darfst du dir keine klatschen. Ich meine das ernst. Ey, kratz dich mein Gesicht mal. Ich hab doch nur erwartet. Nein, hör mal auf jetzt. Was für 500 Euro? Bruder, ich bin ein Manager, der Kriminalität unterstützt, Bro. Der Faust, Bruder. Mehmet, komm, du weißt was. Und du redest vernünftig. Ich meine das ernst, red mal vernünftig. Was? Hallo, hallo. Das ist Geld, Junge. Das ist Geld. Was schmeißt du Geld auf die Gegend, Junge? Das ist Haram, Bruder. Auf die Gegend. Die Tankstelle überfallen. Haram, Tankstelle. Junge, weißt du, wie das war? Wir sind zu Fuß gegangen, wir wollten da nach Hause und du weißt ja, wenn wir zu uns nach Hause gehen, müssen wir an der Rad vorbei. Digga, er sagt einfach, lass mal. Hey, lass mal. Hör doch zu! Er sagt kurz, lass mal Tankstelle, da hast du irgend so ein. So ein. Leg mal dein Handy weg. Konzentrier dich jetzt. Digga, ich gucke, da ist irgend so ein Dackel drin bei dieser Kasse und steht da rum und wartet. Ja, weil dieser Dackel wird jetzt wohl nicht so machen. Das ist das. Nein, Junge. Welch Aral? Wer war was für ein Aral? Ist doch egal, was für ein Aral. Aral-Tankstelle hier in Deutschland. Und das Krasse ist, wir haben Sirenen gehört, aber wir hatten schon das Geld. Junge, ich schwöre, ich gehe da rein. Ich halte, ich sag zu diesem Mann, Hände hoch oder. Ich furze. Hat er gesagt. Ich hab gesagt, das ist. Und was labert ihr da, Mann? Bevor was? Ich überhaupt hier weiterrede, Mehmet, guck mich mal an. Ich mein, guck mich an, wenn ich mit dir rede. Bevor ich überhaupt weiterrede, was ist das für ein Bauch? Hast du eine Nadel, Bruder? Gib mal eine Nadel. Bruder, es geht um was Ernstes. Gib mal eine Nadel her.
Dankeschön, Bruder. Dankeschön, Bruder. Du weißt. Nein, ich meine das ernst. Alles für dich. Komm mal hier. Ich höre da was. Oh, Junge, was machst du da? Wir wollten bei deinem Bauch was hören. Ey, ja. Glücklich, Junge, Mann. Und du auch, Junge, Mann. Kleine fetten Kinder hier. Was Tankstelle überfallen? Dennis, warum lachst du? Was ist die Tankstelle überfallen? Mehmet, ich sage dir eins. Wir haben 1500 Euro gemacht in 2 Minuten. Wie viel Geld? Ich springe euch höchstpersönlich ein. Komm mal, gib ihm das Geld wieder, Digga. Er sagt, das war seine Idee. Was bist du für ein Manager? Komm, erzähl mal. Das war seine Idee. Was ist deine Idee? Du hast mitgemacht, wie meinst du? Egal, was deine Fresse, ich bin gegangen. Wie viel Witz hab ich gesagt? Wie hat deine Fresse? Wie redest du? Warte mal. Ich hab 1500 Euro gemacht. Er soll sich mal freuen, Mann. Ey, warum ist mein Anteil? Was kann ich meinen? Er hat meinen Anteil. Ja, warte, ich geb. Was Anteil, Mann, Teil, Mann? Hier. 500, weil du Donut gegessen hast. Danke. Ich will mit dem Mann am Ernst am Reden mit diesem Dackel dich. Ich meine das Ernst, was redest du da die ganze Zeit? Was ist denn schon Überfall? Ich meine das Ernst. Ja, das war seine Idee. Ich was? Und was ist deine Idee? Wenn du bei einer Sache mitmachst, Guck, du hast damit was zu tun. Bruder, was? Hör mal zu. Ich bin doch euer Manager, Bruder. Ich bin für Rechtsabteilung und so ein Scheiß bei YouTube zuständig. Und Dennis, halt deine Fresse! Und er hat mich gefragt, was wäre die Strafe, wenn wir eine Tankstelle überfallen? Habe ich gesagt, ja, wenn wir erwischt werden, 5 Jahre Knast. Aber mit Waffe ist das ein Verbrechen, aber... Ein Raubüberfall mit einer Waffe. Aber weil wir einen guten Anwalt haben, werden wir freigesprochen. Tada! Schlag ein, Bro. Oh, rennt er weg. Schlag ein. Verpiss dich, Alter. Schlag ein, hab ich gesagt. Aua. Was? Nein, nein, guck mal. Überleg dir mal eins. 1500 Euro in 2 Minuten. Hast du das in deinem Leben? Da gibt's nichts zu überlegen, du kleiner Wichser. Hast du das mal in deinem Leben? Wie redest du hier, Mann? Hast du das mal in deinem Leben mit? Was in deinem Leben, Alter? Hast du das mal in deinem Leben geschafft? Du, er redet so, ne? Gib mal das Geld her. 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 Ey, ihr seid am Arsch, ne? Ihr wisst das, ihr seid am Arsch. Mehmet, dreh dich mal um. Gib's Kamera. Was dreh ich? Bin ich eine Stripperin oder was? Bin ich eine Stripperin? Denkst du, ich mach jetzt so oder was? Kleine Wichser, da macht das. Denkt ihr, ich wäre eine Stripperin oder was? Er sagt Stripperin. Ist doch nicht meine Schuld, das war deine Wichser. Ich bin nur euer Manager. Mach mal noch einmal. Ich bin nur der Manager, Bro. Ey, boah, Mehmet, du bist voller Geld jetzt, Mann. Du bist Gangster. Dann machen wir so. Mehmet, du weißt doch, wie Gangster sind. Die machen immer so. Machen wir so. Mach mal so, Mehmet. Du bist am Arsch und du bist am Arsch. Mehmet, du bist Gangster, jetzt guck mal überall Geld, mach mal so. Ja, jetzt mach so. Jetzt mach so. Warte, guck mal. Halt lieber deine Fresse. Gleich. Halt lieber deine Fresse, dieses Geld, ich bring das dann höchstpersönlich. Ich sag, ihr habt einen Dachschaden, kleinen Wichser, aber ihr seid am Arsch. Nein, ich werde das machen. Ich werde das machen, ich bin euer Manager. Olo, du bist nichts mehr. Digga, du bist eine fette Dingsmann. Stehen wir jetzt auf, Alter, die ganze Zeit haben die im Ballroster, Mann. Stehen wir jetzt auf. Ihr seid beide am Arsch, ich rufe bei der Polizei an, ist mir scheißegal. Nein, Digga, wir müssen die Zeugen bedrohen, hat unser Anwalt gesagt. Oder kommen wir was anfassen, ihr kleinen Wichser? Verpisst euch jetzt hier. Warum überfällt er lacht noch, kleiner Wichser? Hilf mir mal hoch, Bruder. Denkst du an die Nachfolgen? Kleiner Wichser? Nachfolgen, ja, denkt ihr jedes Mal, dass ein Anwalt ihn retten, du mit deinem Anwalt, Alter. Mein Anwalt spricht uns eh frei. Das ist, ich bin sein Anwalt. Ja, er ist mein Manager Mehmet. Geworden. Ey, du bist Gangster, du bist so. Ich geh jetzt rüber, ich sag das Mama, ihr seid am Arsch, ich hab keinen Bock mehr auf euch und fertig aus. Entschuldigung. Entschuldigung. Hätten wir mal wirklich so ein Dächter laufen.